Und ich habe super geschlafen, muss ich sagen. Richtig gut und durchgängig. Oh. Und länger als gedacht. 6.30 Uhr den Wecker habe ich einfach ausgemacht. Und jetzt haben wir 7.30 Uhr. Oh. Ja, sehr schön. Ich werde jetzt meinen Schlafsack und die Isomatte zusammenpacken. Dann eine Kleinigkeit essen und mich dann auf den Weg machen und mir einen Kaffee suchen. So schaut's aus. Das war übrigens mein Schlafgemach heute. Also hier vor dem Eingang vor so einer Kapelle. Direkt am Fluss. Da unten habe ich mich gestern gewaschen. Sehr nett. Direkt am Opfertisch. Ich wurde nicht geopfert. Uah. Naja, ich opfer jetzt mein. Was habe ich denn zu den Madeleines? Bis später. So, startklar und ready. Ich würde sagen, losgedüst, ab zum Kaffee. So, hallo. Kaffee habe ich gehabt. Eine Toilette habe ich auch gefunden. Das ist sehr wichtig. Ja, was erwartet euch heute? Ich bin jetzt auf dem Weg nach Ovaro. Dem einen oder anderen sagt das vielleicht was. Das ist quasi der Startort, wenn man auf den Monte Zoncolan rauf will. Tja, ich will das heute auch. Ich probiere das mal mit Gepäck. Monte Zoncolan ist ja doch bekannt. Da wurde die ein oder andere Radfahrerlegende geboren. Der ein oder andere ist auch gefallen. mal sehen, ob das so mit Bikepacking-Taschen da auch geht. Der soll ja unglaublich steil sein und lang. Naja, ich habe ja gestern quasi schon Vorarbeit geleistet mit den 20%. Ich weiß gar nicht, ob der Zoncolan steiler ist. Auf jeden Fall geht er bis auf 1,7 hoch. Ich weiß gar nicht, wo ich starte. Ich bin jetzt aktuell auf 460, also ordentlich. Naja, schauen wir mal, wie das wird. Ja, und ansonsten geht es dann wieder nach Villach heute. Also Zoncolan ist heute das große Highlight und dann geht es über so einen Pass, den ich noch von meiner Tour von Portugal kenne, wieder zurück und dann fahre ich das Kanaltal rauf, wieder bis nach Tavis und dann nach Villach. Ja, so der Plan. Bis später. Der ist immerhin geöffnet. Yay. Da ist schon das erste Denkmal. Die ersten anderen Radfahrer. Los geht's. Also die erste steile Rampe war direkt aus Ovaro weg. Oh. Jetzt ging es gerade rechts ab in dem Ort hier. Heißt jetzt nicht, wie der heißt. Geht gerade ein bisschen flacher, aber ich schätze mal, es wird gleich steil. 8,5 Kilometer hat dir gerade so ein Schild gezeigt. 8,5 Kilometer bis auf 1700 hoch. Jetzt bin ich auf 700. Puh. Naja. Geil. Das wird bestimmt gut. Guckt euch das an, wie viel höher man dort ist. Also innerhalb von so ein paar Metern. Ich muss auch anhalten zum Filmen, weil das geht nicht mit einer Hand hier. Ja, ich glaube, ich habe jetzt 700 Meter geschafft. Geil. Oh Leute, ist das steil, ich sag's euch. Das ist jetzt das erste Stück, was mal ein bisschen flacher ist. Oh. Aber davor
war das Laster, glaube ich, so 11%, was mein Wahoo angezeigt hat. Ah, es ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob die hier noch keine Ahnung hatten, Serpentinen zu bauen, aber wir hätten so ruhig ein paar mehr einbauen können. Aber ja. Ich bin jetzt bei Kilometer 5, wie man hier mal so schön sieht. Ich glaube, das sind sämtliche Sieger, die im Giro hier auf dem Zonkulan mal gewonnen haben oder so. Und alle paar hundert Meter steht hier so ein Schild. 8,5 ist er lang, 5 habe ich, 3,5 to go. Es ist nicht nur steil, sondern zusätzlich noch stockdunkel und nass im Tunnel. Ja, ein Glück war der nicht so lange. Oh, da kommt der nächste. Aber ich glaube, soweit ist es gar nicht mehr nach oben. Leute, ich hab's geschafft. Monte Zonkulan. Alter, 14% im Durchschnitt. Das war hart, ich sag's euch. 1750 Meter bin ich. Und bin ein bisschen fertig. Und hier gibt's nicht mal eine Cola oder sowas. Aber suche ich mir jetzt auf den Weg. Ja, ich roll jetzt runter nach Sutrio. Und dann mal sehen, wo es heute noch so lang geht. Alle, alle. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ich bin jetzt im Tal unten angekommen, beziehungsweise schon wieder am Anfang vom nächsten Anstieg, aber das ging ja auch direkt ineinander über. Abfahrt, Anstieg, kein Tal. Die Abfahrt war steil und schnell, Asphalt ging so. Und ich schau mal, ich glaube, das geht jetzt bis auf knapp 1000 hoch. Ich finde, ich unterwegs ein Stück Kuchen und Wasser. Ich melde mich. Ciao, ciao. Boah, Leute. Puh. Es ist steil und ganz viele kleine Serpentinen. Mein Wahoo-Display ist ein einziges Chaos. Was Serpentin angeht, ich kann das nicht mehr überblicken, was da vor sich geht. Ich weiß jetzt nicht, wie der Pass heißt. Vielleicht habe ich oben ein Passschild, ansonsten blende ich euch das nachher ein. Ui, da geht's wieder. Eine Rampe hoch. Uiuiui. Ui, ui. Ja, Leute, jetzt geht's schon runter. Hier war gerade ein Schild, aber ich habe das nicht als Passschild wahrgenommen. Keine Ahnung, wie der Pass jetzt heißt. Ich blende das euch nachher ein und wie hoch er ist und so weiter. Ich werde jetzt mal sehen, dass ich runterfahre Richtung Paularo. Und dort biege ich dann links ab. Guckt euch mal die Straße an. Richtig, richtig nice. Auf jeden Fall biege ich in Paularo unten links ab. Und dann kommt schon direkt der nächste Pass. Den habe ich mehr oder weniger noch in schlechter Erinnerung von meiner Tour nach Portugal, weil es mir richtig, richtig schlecht ging an dem Tag. Und
ich werde mal sehen, wie es mir heute ergeht. Vorher, ja, gibt es wahrscheinlich noch einen Kuchen. So, das ist jetzt Paularo. Ein bisschen schade, dass ich die Abfahrt gerade nicht gefilmt habe, weil da war so ein steiles Stück dabei. Man ist quasi die Serpentine so weit außen angefahren, kam dann wieder so weit raus und musste schon wieder rumfahren, weil die nächste Serpentine angefangen hat. Das ging so zwei, dreimal, also richtig krass. Schade, dass ich es nicht auf Video habe. Naja, konnte auch nicht anhalten, weil es so steil war. Mir tun schon die Hände weh vom Bremsen heute. Jetzt geht es hier hinten hoch. Passo Lanza heißt der. 14,5 Kilometer von hier aus stand da dran. Ja, ich check das mal ab. Bis später. Alter Leute, hier fehlt komplett der Belag. So Leute, nach einer kleinen kurzen Abfahrt geht es jetzt endgültig hoch. Ist ja immer im Wald. Jetzt haben wir hier ein bisschen offenes Gelände. Es war gerade urststeil. Also wirklich. Aber vielleicht bin ich auch ein bisschen fertig heute, aber war ja alles steil. Ja. Jetzt noch offenes Gelände. Davon wird es dann wieder waldig. Sehr schön trotzdem. Leute, ich bin oben am Passo Lanza, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war der auch ziemlich steil. Oder ich bin ziemlich fertig, beides wahrscheinlich. Puh. Jetzt sind so ein bisschen Wolken aufgezogen. Sind, nicht ist. Aber es war ja auch Gewitter gemeldet für heute Nachmittag. Mal sehen, ob das hier was ist oder ob das da unten das ist. Wer hier sehen, Regenjacke habe ich dabei. Kalt werden soll es nicht. Ja, ich bin ganz schön durch. Ich rolle jetzt runter nach Pontepa, heißt das. Dort ist dann der Kanaltalradweg und ich werde mal schauen, ob ich den Kanaltalradweg einfach hochfahre über Tavis und dann nach Villach runter oder ob ich noch über den Nassfeldpass fahre. Aber ich bin auch schon ganz schön fertig. Übrigens, ich habe noch nicht mal 66 Kilometer weg und habe 2977 Höhenmeter. Also das ist, glaube ich, neuer Rekord. Fertig. We'll be right back.
So Leute, ich bin jetzt auf dem Kanaltalradweg, auf dem Alpen-Adria-Radweg und fahre Richtung Tarvis. Nach der Abfahrt unten in Pontepa gab es Kaffee und Kuchen, endlich für mich. Ganzen Tag davon geredet, aber nirgendwo so richtig fündig geworden. Beziehungsweise dann noch einfach weitergefahren. Ja, ich habe mich jetzt gegen den Nassfeldpass entschieden, weil, weiß nicht, reicht dann für heute. Also ich hätte es zeitmäßig geschafft, Beine hätten das glaube auch noch mitgemacht, aber ich rolle jetzt hier entspannt den Kanaltalradweg hoch, der ist echt super. Also ich kann es nur jedem mal empfehlen, hier lang zu fahren. Ich meine, da ist er sowieso direkt am Alpen-Adria-Radweg. Und gerade wenn man aus der anderen Richtung kommt, man ist in Tarvis oben und dann geht es ja bis aus den Alpen raus, fast auf diesem Radweg lang, ohne Verkehr. Ich glaube durch zwei, drei Orte nur durch. Hier sind so verlassene Bahnhöfe oder alte, wo so Cafés drin sind. Also das ist wirklich super. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu machen. Ja, ansonsten zu der Abfahrt. Die war ziemlich ruppig, ziemlich steil. Teilweise der Asphalt echt mies. Und dann kam Gegenverkehr manchmal und einmal hörte der Asphalt plötzlich auf mit so einer Kante, weil ich da keinen Platten bekommen habe, ey. Also ich dachte, es ist vorbei da, also dass ich einen Platten habe. Aber nichts. Jetzt geht es hier gerade über so eine Brücke. Wunderschön. Und auch in diese Richtung. Ich mache mal ein paar Bilder. So, um nochmal auf diese Brücke zu sprechen zu kommen. Ich glaube, da halte ich jedes Mal an und mache da ein Foto von. Ist aber auch jedes Mal wieder schön. Ja, das ist schon ziemlich cool. Und der Radweg hier übrigens, der geht wirklich von Tarvisio bis nach Mocchio Udinese, oder wie das heißt, komplett durch. Richtig schön. Einzig, was ein bisschen schade ist, dass er dann abrupt aufhört. Zumindest der Asphalt. Da musste ich mit dem Rennrad letztens umdrehen. Ich verlinke euch das Video da mal, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich weiß nicht, ob der Radweg dann da weitergeht oder ob man wirklich auf der Straße fahren muss. Aber ansonsten ist das wirklich ein Traum. Hier ist übrigens einer dieser verlassenen Bahnhöfe, die jetzt zum Café umgebaut wurden. Sehr schön. Oder was sagt ihr? Davon gibt es weiter unten noch einen. Den finde ich fast noch schöner. Aber der ist auch noch mehr besucht. Aber ja, beide sehr empfehlenswert. Habt ihr das gerade gesehen? Wenn nicht, da sieht man nochmal eine kleine Ecke. Das müsste der Montage sein. Ich glaube, die höchste Erhebung hier auf italienischer Seite von den Julischen Alpen, 2700 irgendwas. Richtig schön. Das ist das Valbruna hier hinten. Ist jetzt leider blöd durch die ganzen Strippen da. Aber es ist eines der schönsten Täler, was ich kenne. Das ist nicht so lang, aber es ist so malerisch, wenn man dahinter fährt. Das ist auch ein Stück asphaltiert. Das ist super, wenn da die Sonne richtig reinscheint und dann kann man Touren da hoch machen, Wandertouren, also echt toll. Achtung! Danke! Ja.
Leute, ich bin wieder in Österreich. Da ist das Grenzschild. Von da oben komme ich gerade. Der Radweg. Das ist kurz vor der Grenze. Hier ist tatsächlich das einzige Stück, was nicht ganz so geil ist, weil das ziemlich hoch und runter geht. Also steil hoch und runter und ein bisschen kaputt ist vom Radweg. Aber ansonsten ist der echt top. Und jetzt rollen wir hier Österreich da runter. Jo, wieder back in Österreich. Hab eher Bock auf Italien. Naja. So Leute, das ist der Dobratsch, quasi der Hausberg von Villach. Ach, die brauche ich jetzt nicht mehr. Erstmal. Das heißt, ich bin bald da und ich werde jetzt nicht mehr so viel filmen. Und ich wollte noch ein kleines Fazit von der ganzen Tour vielleicht mal machen. Also erstmal würde ich auf jeden Fall wieder machen. Die Tour war richtig, richtig gut. Natürlich auch richtig anstrengend, aber das ist egal, weil es war einfach zu schön, die ganzen Sachen. Von den Tagen, ja, ich glaube Tag Nummer 2 bei den drei Zinnen und dann weiter an diesen ganzen Seen vorbei, über diese ganzen Pässe. Ich glaube, das war der schönste Tag, so von der Schönheit. Davor der Tag, Staller Sattel und Pragser Wildsee, natürlich auch super. Heute war es mehr anstrengend, natürlich auch viel zu gucken, aber es waren durchgehend nur steile Anstiege. Der Zonkolan natürlich, diese beiden anderen kleineren Pässe, die waren auch super steil, nicht weniger schön, aber ja, ich bin gut fertig. Ich freue mich auf eine Dusche zu Hause und was zu essen, was Warmes. Wir haben es jetzt genau 18 Uhr, das heißt, ich schaffe sogar noch einen Supermarkt. Und ja, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Gebt mir ein Like unten und kommentiert, falls es euch gefallen hat. Aber am besten ist natürlich, wenn ihr abonniert, dann erfahrt ihr das immer, wenn es neue Touren gibt. Und ich düse jetzt weiter. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.